so großes Baumysterium. Was hat es mit dieser komischen Linie, diesem komischen Kratzer hier oben am Baum da über mir zu tun? Ich habe keine Ahnung. Ja? Wir rätseln jetzt schon. Schatz, warum? Damit du in die Kamera guckst. Mamp. Wir rätseln jetzt schon die ganze Zeit. Wir sitzen eine Weile da drüben auf der Bank. Was damit auf sich haben könnte. Ich habe diesbezüglich auch eine Fragemail bekommen, aber ganz ehrlich, ich komme nicht drauf. Also natürliche Ursachen fallen mir beim besten Willen nicht ein. Einzige Erklärung, die mir noch übrig bleibt, ist, ich bin mal hingegangen und hat das gemacht. Ja, warum? Das ist ein Parkbaum. Also forstlich fällt mir wirklich hinten und vorne nicht kein Grund ein, weshalb man sowas machen sollte. Wenn es kreisrund um den gesamten Baum wäre, wäre es eine Ringelung. Ist es aber nicht, weil es ist ja nicht kreisrund um den gesamten Baum. Und dann wäre es eine sehr schlechte Ringelung, weil die halt bis aufs Kambium reingehen muss. Und ein so dicker Mammutbaum hat eine Rinde, die ist mindestens so. Ja, also damit reicht dieser Kratzer da hinten und vorne nicht, um durch diese Rinde durchzukommen. Also mindestens ist die so. Ja? Nee, also ich bin echt überfragt. Also beim besten Willen fällt mir keine Begründung ein. Irgendjemand in der Stange, der da dran gemacht hat. Ja? Irgend sowas in der Richtung. Ein Fahrzeug kann es ja auch schmieden. So, hier neben mir, hinter mir, wie auch immer, Sequoia Dendron Giganteum Giganteum. Das ist tatsächlich der größte weit und breit. Ich gehe mal kurz hin, so als Größenvergleich. Man sieht, Baum größer als ich. Alles, was größer ist als ich, macht mir Angst. Nein. Nee, das ist tatsächlich der dickste und höchste gleichzeitig Mammutbaum, den ich kenne, also den ich persönlich live jemals gesehen habe. Es gibt ein paar ähnlich dimensionierte in anderen Ecken Deutschlands. Insbesondere auf der Insel Mainau haben sie ein paar. Die haben untenrum im Bereich, der anfassbar ist, eine andersfarbige Rinde als oben. Was einfach daran liegt, dass sie unten schon nicht angedatscht werden. Ja, die Touristen das Ding da unten andatschen. Mainau denken scheinbar auch alle Leute, das wäre wirklich was Besonderes. Dass hier einer steht, der größer und älter und dicker ist, weiß einfach keiner. So, damit man mich versteht, gehe ich mal das MINT-Mikrofon holen. So, jetzt auch mit Richtmikrofon. Also, liebe Schweizer, ihr habt ja bei Winterthur im Winterthurerwald auch entsprechende Mammutbäume rumstehen. Die sind ja auch durchaus nicht unbeeindruckend. Vor allen Dingen sind es viele und sie sind im Wald. Das hier ist ein Parkbaum. Aber eure können halt auch hinten und vorne mit dem Ding nicht mithalten. Das ist wirklich der Rekordhalter schlechthin. Besonders beeindruckend ist halt bei dem Durchmesser, dass er gleichzeitig noch hoch ist. Wir haben oft Bäume, die sehr, sehr, sehr dick werden, die werden dann aber nicht hoch. Ich hatte da zum Beispiel mal ein Video gemacht im Park von Karlsruhe, also im Karlsruher Schlosspark. Da hatten wir uns eine Kastanie angeguckt, eine alte, dicke, fette Kastanie. Die war vom Durchmesser her dem Ding hier wahrscheinlich noch eine Ecke überlegen. Nicht mehr allzu viel, aber zumindest noch ein bisschen. Und damit sehr beeindruckender Durchmesser. Aber das Teil hat bei weitem mehr Holz, weil diese besagte Kastanie, die ist vielleicht 15 Meter hoch. Ja, mehr schafft die gar nicht. Es ist oben ein Stück Stamm weggebrochen. Das ist also eigentlich nicht besonders beeindruckend von der Höhe her. Auch der dickste Baum der Welt, eine Sumpfzypresse, soweit ich weiß, die irgendwo in Mexiko steht. War es Mexiko? Bin mir nicht sicher. Jedenfalls, das Ding ist gigantisch von seinem Durchmesser her. Da muss man wirklich eine ganze Weile laufen, wenn man drum rumgehen möchte. Aber auch nur ganz niedrig. Sequoia Dendron Giganteum hingegen, dieses Ding da, ist der massereichste Baum der Welt, was einfach daran liegt, dass er bei vergleichsweise ziemlich dick auch noch ziemlich hoch wird. Er ist weder der dickste noch der höchste, aber in Kombination mit beiden der massereichste. Und das zeigt sich auch insbesondere bei diesem Exemplar. Übrigens, wie alt ist der? Schätzungsweise 180. Noch nicht ganz, ich glaube, oder 160, so irgendwas um den Dreh. Also schon durchaus ein beeindruckendes Alter. Das sind auch so die ältesten Mammutbäume, die wir hierzulande überhaupt irgendwie haben, aus der ersten Mammutbaum-Anpflanzungsaktion, die hier jetzt im Fall von Baden-Baden im Rahmen der Parkgründung, im Rahmen des Baus der Kapelle, glaube ich, hier in irgendeiner Form hinterher stattgefunden hat. Moment, Kapelle, wenn ich sie schon erwähne, muss ich sie auch kurz in die Kamera halten.
Da ist sie, haben wir gesehen, ist gerade am renoviert werden, deshalb auch kein besonders schöner Anblick, aber nur der Vollständigkeit halber, da ist halt eine. Ne? So, und ja, aus dieser Zeit, dieses Alter so zwischen 120 und 160, die meisten Park-Mammutbäume, die wir hier in Deutschland so haben, also die mächtigen, sind so ein bisschen aus der Zeit. Dazu kommt dann noch, dass das Exemplar hier wirklich optimale Wachstumsbedingungen hat. Baden-Baden scheint ein hervorragendes Revier für Mammutbäume eben entsprechend auch zu sein. Und ich hatte es mal ausgerechnet, seitdem ist er natürlich noch ein Stückchen gewachsen, aber als ich es ausgerechnet hatte, hatte der irgendwas zwischen 30 und 35 Festmeter Volumen. Ja, also Vorratsfestmeter zwar, aber trotzdem, das ist gigantisch, wenn man das mit anderen Waldbäumen vergleicht. Eine gute Fichte, ja, so ein Ding, was wirklich absolut erntereich ist, reif ist, was man normalerweise dann gerne mal aus dem Wald rausnimmt, die hat so 1,2, 1,4, wenn du Glück hast, hat sie mal 2 Festmeter. Ja, also so ein Durchschnittsdingens. Überhaupt mal einen Waldbaum mit mehr als 4 Festmeter zu ernten, das ist eine Seltenheit. Bei dicken Eichen kommt das natürlich hin und wieder mal vor, aber auch die sind dann meistens auch gar nicht so hoch. Höhe ist entscheidend. Ja? Da kommt jetzt jemand, der auch ein Handy in der Hand hat und wahrscheinlich gerade was gegoogelt hat. Hä? Draußen beginnt es zu regnen. Ach, draußen beginnt es zu regnen. Sie macht den Regenschirm. Naja, also wirklich ein unglaublich beeindruckender Baum. Ich zeige euch noch ein paar Detailaufnahmen dann gleich in fotografierter Art und Weise. Und was ich jetzt zum ersten Mal in der Hand habe, also zumindest bewusst, vielleicht hatte ich schon mal, aber da habe ich nicht drüber nachgedacht, ist ein Zapfen von Sequoia Dendron Giganteum. Jawohl. Wie man hier sehen kann, der ist so leicht geöffnet, aber noch nicht richtig. Ich hatte bei meinem Mammutbaum-Video ja auch schon erzählt, also wo es genau um diese Bäume eben gegangen ist. Oder haben wir noch ein schöneres Exemplar? Danke. Ja, der ist auch nochmal sehr schön zu sehen an dem Exemplar. Dass die Pyrophyten sind. Heißt, die brauchen Feuer zu ihrer Verbreitung. Wenn so ein Zapfen, so wie ich ihn jetzt in der Hand habe, so vom Baum fällt, dann ist es völlig unmöglich, dass da irgendwelche Samen rausfallen können, weil der ist viel zu eng zu. Na? Also da geht nichts raus, da sind die Samen noch ordentlich drin, sofern die dann überhaupt reif sind, aber das sind sie wahrscheinlich schon, der Baum ist alt genug, um fruktifizieren zu können, also erfolgreich fruktifizieren zu können, abgesehen davon, dass die hier wahrscheinlich nicht keimen würden, aber ne, an sich ist das ein schöner Zapfen. Und wenn der jetzt am Baum hängen bleibt und es gibt jetzt unterm Baum einen Brand, was völlig egal ist, weil die sind natürlich so groß und so mächtig und haben eine Rinde, die mindestens so dick ist, zumindest bei so einem alten Exemplar, dass man wirklich sagen muss, Feuer kann denen fast nichts anhaben. Auch die untersten Äste, okay, die würden ein bisschen was abbekommen. Das liegt jetzt allerdings daran, dass der hier natürlich im Freistand steht und deswegen hier unten Äste hat. Normalerweise wäre das bei einem Bestand von den Dingern auch nicht so, dass hier unten noch irgendwelche Äste vorhanden wären. Das heißt, denen passiert bei einem Brand halt einfach gar nichts. Die komplette Begreitvegetation, alles andere, was am Boden so zu finden ist, das brennt weg und man bekommt einen rohen Boden ohne irgendwelche Konkurrenz durch andere Pflanzen, aber dafür frisch gedüngt. Asche ist auch immer Dünger. So, und auf diese idealen Bedingungen fällt jetzt der Samen aus dem Zapfen, weil der sich dann öffnet, wenn die heiße Luft von unten nach oben steigt und den Zapfen austrocknen lässt. Dann trocknet der wirklich regelrecht aus, die Abstände zwischen den Ritzen nehmen massiv ab und dann fallen die Samen auch langsam raus. Und dann auch alle auf einmal. Ja? Also er hebt sich seine Samen auf, über Jahrzehnte, wenn es sein muss, bis dann mal wieder der Waldbrand durchkommt und hat dann halt einen riesen Vorrat auch an Samen, die er dann an diesem Zeitpunkt rausschmeißen kann. Und das ist eine offensichtlich effektive Überlebensstrategie. Und wenn man dann noch 2.000-3.000 Jahre alt wird, hat man eine Menge Zeit und kann sich es auch leisten, mal 20, 30, 40, 50 oder auch 100 Jahre auf den nächsten Waldbrand zu warten. Und dekorativ sind die Zapfen auch. Ich vermute mal, du sammelst die aus diesem Grunde, oder? Mhm. Wenn sie nicht, sie muss immer irgendwas einsammeln. Das eigentlich mag ich das ja, aber.
Ja, also das ist der Mammutbaum an der Sturzerkapelle. Sturzerkapelle, die schreibt man irgendwie ein bisschen komisch. Ich blende es euch mal ein, ich google es mal selber und blende es euch ein, damit ihr wisst, wo ihr das Ding findet. Man soll ja nicht Locations von tollen Naturdenkmälern und Ähnlichem verraten, aber in diesem Fall machen wir mal eine Ausnahme, weil das Ding ist ein Parkbaum, hier kann jeder öffentlich hinlatschen. Das ist also wirklich jetzt kein ultimativer Geheimtipp, nur die meisten Leute nehmen halt nicht zur Kenntnis, wie riesig dieses Ding hier eigentlich ist. Ich glaube 30 Meter hoch hatte ich gemessen, also gar nicht so hoch, das ist jetzt kein Rekordhalter in keinster Weise, aber halt bei der Dicke. Das ist das Entscheidende. Interessant ist auch, dass der unterste Ast, den sieht man jetzt nicht so richtig schön. Moment. Da sieht man ihn jetzt schön. Der da, der ist allein ungefähr so dick wie eine durchschnittliche Fichte, die bei uns im Walde so rumstehen würde. Ja? Also allein dieser Ast hat, ich will jetzt nicht sagen, einen halben Festmeter könnte der fast haben. Und man rechnet normalerweise bei den Volumen der Rechnungen von Waldbäumen die Äste gar nicht mit. Wäre hier jetzt allerdings doch wichtig, weil wenn der solche Äste hat und da oben sind auch nochmal welche, die halt wirklich eine Dimension haben, die echt eine Rolle spielt bei der Volumenberechnung, die man theoretisch auch echt für irgendwas nützen könnte, wenn das Holz dann brauchbar wäre, ist es nicht. Aber schon irre, was der für ein Volumen hat. Ich muss noch mal überlegen, ob das mit dem Alter stimmt. Ich glaube schon, ja. Also anders kann ich mir das nicht erklären, weshalb der so viel dicker ist als eben entsprechend andere Exemplare. Weil wenn sie 60 Jahre alt sind, ungefähr 60 bis 70, dann erreichen sie hier in der Region schon locker einen Meter Durchmesser, BHD. Und gut, der ist ein bisschen spannrückig. Ich hatte das auch mal gemessen. Ich glaube, ich bin auf 3,80 Meter oder sowas gekommen. BHD an der weitesten Stelle wohlgemerkt. Das Problem ist, man muss da den Durchschnittswert machen. Moment, ich zeige euch das nochmal. Jetzt sehen wir das gute Stück auch. Also, ihr seht, der hat hier vorne so einen Fortsatz, ne? Oder beziehungsweise da hinten, das da, wo er jetzt so breit aussieht, das ist auch wieder ein Fortsatz. Der eigentliche Stamm ist ein bisschen weniger breit. Und wenn man jetzt misst von Fortsatz zu dem Ding auf der anderen Seite, dann ist an dieser Stelle etwas breiter, als wenn ich jetzt hier in der Bucht messen würde und in der Bucht auf der anderen Seite. Das ist also schon so, dass das nochmal eine gewisse Rolle spielt. Wir gehen mal Baum drumherum. Hier übrigens auch nochmal die Äste, die schönen. Aber ja, wir gehen ein bisschen drumherum und stellen fest, er ist halt unregelmäßig, ne? Kann man hier schön sehen. Und wie gesagt, je nachdem, wo man misst, ist er mal größer, mal weniger groß. Und das spielt schon eine gewisse Rolle. Außerdem ist er sehr abholzig. Soll heißen, hier der Stammfuß, man kann es da ganz schön sehen, macht sehr schnell nochmal einen Bereich nach unten. Also der wird schnell Richtung Boden nochmal erheblich dicker. Als auf 1,30 Meter, wo man das normalerweise misst als Forstmann. Ja? Man misst Baumdurchmesser immer auf 1,30. Und das ist typisch bei Mammutbäumen. Misst man sie nicht auf 1,30, sondern tatsächlich auf Bodenhöhe, dann haben die nochmal einen viel krasseren Durchmesser als bei 1,30 Meter. Aber normalerweise geht der Förster davon aus, dass ein Baum bei 1,30 Meter die Dicke hat, die er bis kurz vor Spitze beibehält. Die Formeln zum Bauvolumen berechnen gehen dann von einer Säule aus, die Dicke bei 1,30 Meter eben hat. Und das ist beim Mammutbaum nicht so. Und deswegen sind die Volumenberechnungen bei Mammutbäumen immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich hatte mir da schon Zahlen rausgesucht, die das einigermaßen gut abschätzen lassen, aber es bleiben halt vorsichtige Schätzwerte. Nichtsdestotrotz ist das ein Riesenbaum mit einem gewaltigen Holzvolumen. Und noch mehr brauche ich jetzt dazu nicht erzählen, weil das habe ich ja schon an anderer Stelle gemacht. Hier nochmal dieser Ast. Ich finde diesen Ast hier so cool. Ja. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche ein schön was auch immer. Diverse Bilder von diversen anderen Mammutbäumen, die es hier im Park übrigens auch noch gibt. Der Park an sich ist übrigens auch schön. Ja, also auch von den Mammutbäumen mal abgesehen, generell ein schöner Park. Und dazu habe ich sicherlich noch ein paar Texte aus dem Off dann einzusprechen. Aber ansonsten sage ich an dieser Stelle schon mal Tschüss.
Tschüss. So, also folgendes, Moment, nee, da ist nass, da hocke ich mich doch nicht hin, naja, ich lehne mich so an. Folgendes Problem, erstens, hier ist schweinedunkel, deswegen sieht das Bild so scheiße aus. Ich zeige euch nachher noch ein paar Fotos, die sehen gut aus, die habe ich mit Stativ gemacht, dann geht das auch. Aber zum Bewegtbild aufnehmen geht hier eigentlich nicht, es geht jetzt im Prinzip bloß um den Ton. Was haben wir hier? Wir haben hier es zu tun mit einer Tuya Picata vermutlich. Ja, sieht so aus. Also der Standard-Tuya, die wir auch kennen als unsere Hecke. Ne? Also wenn du eine Tuya-Hecke daheim hast, dann ist es der gleiche Baum. Die haben die lustige Angewohnheit, insbesondere wenn sie genügend Platz haben, sich damit auszubreiten, dass sie ihre Äste so ein bisschen weit ausschweifend wachsen lassen und es dann auch zu solchen Wuchsformen kommt, dass der Ast sich auf dem Boden nochmal abstützt, sozusagen, um dann wieder nach oben zu wachsen. Also hier diese lustigen Kurven reingewachsen werden. Jetzt kann man vermuten, und das ist die große Frage, ob das zutrifft oder nicht, dass die Äxte das deswegen tun, um nochmal sich zusätzlich zu verwurzeln. Ja? Also was wir hier sehen, sind Äste, die normalerweise nach oben wachsen, die jetzt hier nach unten gewachsen sind, dann um sich eben nochmal quasi zusätzlich zu verwurzeln, vermutet man, um dann wieder nach oben zu steigen. Jetzt ist die Frage, verwurzeln die sich wirklich nochmal zusätzlich oder stützen die sich hier unten einfach nur ab, um sich halt abzustürzen. So, und zu diesem Zweck werde ich hier mal den Buddel machen, um mal zu gucken, wie sich denn das Wachstum von diesem Ast verhält, ob der tatsächlich sogenannte Adventivwurzeln aufweist. So, und da wo Evelyn jetzt gerade rumklettert, das sind tatsächlich, da hockt sie ja, also das sind tatsächlich Adventivwurzeln. Also die verwurzeln sich nochmal. Die sind in der Lage von ihrem Kambrium aus, beziehungsweise diese Baumart, das kann längst nicht jeder, wirklich nicht, ist in der Lage vom Kambrium aus, also die Schicht fast embryonaler Stammzellen, die um jeden Ast und um den Stamm verläuft, die ist in der Lage zu entscheiden, individuell, ob sie Wurzelzellen abgibt oder ob sie Stammzellen abgibt. Und das ist was Besonderes, das ist also wirklich längst nicht bei jedem Baum möglich. Und der ganze Vorgang nennt sich Adventivbewurzelung. Und weil das so was Seltenes ist und in Deutschland eigentlich bei heimischen Bäumen eigentlich nicht vorkommt, die Tuya ist ja auch nichts Heimisches, ne, die hier jetzt rumsteht, weiß ich darüber jetzt nicht allzu viel zu erzählen und mache den Rest daher als Voice-Over. Aber ihr habt gesehen, ich war im Bilde und habe es überprüft.